ist einfach Sexualität hier. Ne? Wurde versucht, meine Schweine zu klauen. So, moin Leute und damit herzlich willkommen zum neuen Vlog. Ich kann nur grinsen, es macht so einen Spaß. Also, ich glaub's nicht. Ihr habt es im letzten Vlog gesehen, 8R335. 7,5 Meter Amazone Centaur heißt der, glaube ich. Aber hier vorne steht BBG, das ist so grober, vierbeikig und Scheibenecke in 1. Wiegt 16 Tonnen das Ding. Du schaffst richtig was. Warum habe ich den? Ich habe 600 Hektar dazu bekommen. Spaß. Nein. Ein Kumpel, ein guter Kumpel. Frank, der hat sowas. Warum hat er sowas? Weil er Lust drauf hat. Warum nicht? Finde ich geil. Finde ich richtig, richtig geil. Und jetzt habe ich ihn einfach mal gefragt. Du, pass auf, Zwischenfrucht, so, ja, das Thema. Die musst du langsam in den Boden und mit meinen 3 Meter Scheibenengen Gedöns komme ich nicht weit. Kann ich nicht mal. Hol die ab. Geil! Ich werde mal sehen, wie viel ich noch mache. Ich muss zwischendurch noch mal weg. Und dann werde ich mich auf jeden Fall morgen melden und wir machen uns. Ich nehme euch mit, weil daran will ich euch teilhaben lassen. Das ist. Das ist wirklich, wirklich cool. Wirklich, wirklich, wirklich cool. Na gut, ich denke, wir sehen uns morgen, wenn heute nicht nochmal was Aufregendes passiert oder sowas. Aber keine Angst. Ihr werdet die volle Dröhnung kriegen. Versuchen hier rauszukommen. So, geschafft. Rückwärts runter, anders geht's nicht. Vorwärts, selbst wenn der Hof frei wäre, könnte ich vorwärts wegen dem Dach gar nicht unter. Der 8R passt ja schon fast nicht unter das Schleppdach. Na gut, wir sind auf dem Feld. Ich mache hier, ich habe mich gestern aufgehört, jetzt nur ein bisschen vorgewendet und sowas. Wir melden uns, ich melde mich vom großen Feld. Wenn man richtig in Action ist, ich will nur zeigen, was ich jetzt mache. So der erste Schritt nach dem Anmachen und sowas. Ich werde erstmal ins Hauptmenü, nee, hier rüber ins Hauptmenü gehen. Ah, so. Alltag aktivieren, zack. Alltag heißt, ich habe eine Reihenfolge an Sachen. Und zwar Hydraulik geht runter. Ich hoffe, ihr seht das. Hydraulik geht runter. Das Fahrwerk, das ist auch hydraulisch. Also Hydraulik heißt unten die 2-Punkt-Anhängung. Ist ja nicht in 3 Punkten, ist in 2 Punkten drin. Die setzt sich ab. Dann geht das Fahrwerk runter. Hydraulisch über Öl. Allrad geht ein, Differential geht ein. Das passiert, wenn ich auf diese Taste drücke. Diese ganze Abfolge, das macht es einfach. Hier würde ich dann das GPS drüber aktivieren. So, das heißt, wir haben es angemacht. Dann gehen wir zurück hier rein ins GPS. Einmal eingeschaltet hier oben links. Und das war's schon. Die AB-Linie habe ich hier schon. Ja gut, werde ich jetzt gar nicht gebrauchen, weil ich nur das Vorgewende mache. Ich habe hier nichts eingespeichert. Also ich setze nur einen A-Punkt, B-Punkt und fahre dann. So, jetzt werden wir aber einmal noch. Zack, ihr habt es gesehen. Ein bisschen zusammenklappen. Jetzt steigen wir nämlich mal gemeinsam ab. Hopp. Ich muss sagen, wenn ich so gefragt werde, was mein Lieblingstraktor ist, ich glaube 8R schon. Ist schon cool. So, dann müssen wir jetzt Folgendes machen. Das ist hier übrigens ein vierbeikiger Amazone-Grubber mit Kurzscheibenegge hinter. Das Ding aufgesattet, das heißt, dieses ganze Gewicht von dem Grubber ist auf den Nachlaufweizen
und auf den Reifen vorne. Das heißt, wir haben eine optimale, für unseren Bedingungen, für unseren Sandboden, eine optimale Rückverfestigung. 16 Tonnen sind das hier, meine Herren. So. Ah, den hier ziehen wir nach unten und entriegeln damit oben das Ding. Ich zieh mal. Ah, oh, ist aber ganz schön. Ah, noch nicht gefrühstückt hier. Mensch, mit einer Hand ist das doch. Das ist doch Käse hier. Ah. So, zack. Bitte war das. Und jetzt machen wir den ganzen Kram. Ah, zeige ich euch. Jetzt werden wir einmal vorne hoch machen und das Fahrwerk auch komplett hoch machen. Zack. Jetzt können wir ausklappen. Jetzt ist sehr entscheidend, das zeige ich euch gleich nochmal vernünftig. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, der ist so ein weißer Steuerungskasten. Und links daneben ist ein Barometer. Wir müssen ein bisschen Druck aufbauen. Man muss erstmal eine Bahn ziehen, dass er sich so einpendelt, weiß, wo es lang geht. Und dann kann man vernünftig Druck drauf bauen, so 50 Bar oder sowas. Jetzt fragt ihr euch, ja, beim groben Druck aufbauen? Ja, auf die Hydraulik, weil er sonst sich so quasi wieder zuklappen würde und dementsprechend auch so ackern würde. Das heißt, wir müssen richtig schön Druck auf die Hydraulik bringen. Das auch ausgehoben, weil er es anders nicht packen würde. Damit er halt eben arbeitet. So. Jetzt sind es hier nur so ganz kurze Bahnen. Dementsprechend sehen wir uns gleich auf einem anderen Feld wieder. Hast du das? Was ist das? Oh wei, oh wei, oh wei. Ganz eng am Kinderwagen hier. Ich glaube, ihr seht es nicht, aber ich habe ein bisschen Druck aufgebaut. Wir fahren eine Runde und dann gucken wir. Diese Nadel muss am besten im 90-Grad-Winkel nach links zeigen. Man muss halt wirklich gucken, wie man die Ecken ausfährt. Auf solchen Flächen ist perfekt, vorne und hinten Weg, da kommst du ganz gut ran. Aber wenn ich jetzt überall so einen Busch hätte, dann wäre es ziemlich kacke. So, und jetzt machen wir das so. Das ist ein schönes Bild, ne? Das ist schon wirklich nicht schlecht.
So, jetzt werden wir hier einmal großzügig ausholen. Das heißt großzügig, wir sind ja relativ wendig. Ne? Und fahren quasi in die zweite Fahrgasse jetzt rein. So, Lenksystem ein. So, er zieht uns rein. Ober steht halbwegs gerade, runter und Gas. Ja? Geil, oder? Seid mal ehrlich, wie neidisch seid ihr gerade? Ich weiß nicht, ob ich schon mal sowas Cooles gemacht habe und ich habe schon viel gemacht. Ich weiß es nicht, das ist so, ich wette so nach 3 Wochen hat man sich daran gewöhnt, aber für den Moment affengeil. Der Druck ist nur jetzt relativ weit im Keller, da müssen wir jetzt nochmal dran denken. Wenn wir ausheben, überlegt euch mal, das sind 7,50 Meter Arbeitsbreite. 7,50 Meter. Wir haben ein Lenksystem, wir haben Starfire 6000 oben drauf, habt ihr ja gesehen. Und wir haben aber dieses SFX1 oder so. Das heißt, das ist nicht ganz so gute Lenksystem. Aber auch mit wenig Überlappung läuft das gut. Das läuft gut. So, jetzt werden wir noch mal ein bisschen Druck aufbauen. So, na, der kommt, sie kommt, sie kommt. Und jetzt ist sie so knapp vor 90 Grad. So. Das heißt, jetzt arbeitet der vernünftig, überall gleich tief und so. Jetzt fahren wir wieder einmal in den Bogen. Also wir brauchen keine Birne fahren, wir lenken einfach rum. Warten, bis er gerade ist. Das ist geil. Und das auf unseren Flächenstrukturen. Wenn du jetzt im Osten bist und so ein 200 Hektar Feld irgendwie vor dir hast, dann geht der ganze Kram unter in den Dimensionen, aber ich habe gestern ganz locker flockig nebenbei 20 Hektar gemacht. Ne? So, neuer Schlag, ich will nur mal kurz euch auf dem Laufenden halten. 13.29 Uhr, als wir eben angefangen haben, war es kurz nach 12. Wir haben jetzt das Vorgewende auf dem 4 Hektar Schlag mit ein paar Kurven rübergesetzt, 6 Hektar Schlag komplett. Vorgewende, wo die Strommiete war, auch. Das sah richtig gut aus. Muss ich mal beim Vorbeifahren gleich zeigen. Und gewechselt. Wir haben eine Hektarleistung. Ah, falsch. Wir haben eine Hektarleistung. Wo steht's? Ja, Mist, jetzt 0. Von teilweise, wenn die Bahn, also jetzt sind wir auf langen Bahnen unterwegs, das wird über 6 Hektar die Stunde sein. Krass, oder? Naja. Das ist echt verrückt. Ich kann auch nachher noch was zum Verbrauch sagen. Aber nur mal so, Stand der Dinge. So, auch wenn mein Akku so langsam sich dem Ende neigt und da hinten die Welt untergeht, aber es wird nicht zu uns kommen, ne? Dieses Bild, ich glaube, schreibt's mal in die Kommentare. Also mal im Ernst, ich glaube, so ein 10-Stunden-Video, einfach dieses doch schon fast unangenehme Pfeife vom Trecker, das ist, glaube ich, nicht der Turbolader, das ist so etwas, wo keiner genau weiß, wo es herkommt. Ihr könnt es ja mal reinschreiben, wenn ihr ein 8R zu Hause habt und sagt, ey, das hat unser auch gehabt. Das liegt da und da dran. Da wären Frank und ich euch dankbar für, ne? Oder ihr sagt, das ist normal, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe ja auch keine Ahnung von. Ich bin einfach der die Emotionen rüberbringt, ne? Dieses, bah, ja? Mir ist eingefallen, dieser Vlog ist Vlog 69, ja? Das ist ja hier, das ist einfach geil, ne? Das ist einfach Sexualität hier, ne? So. Das ist meine Fresse. Jetzt müssen wir aber mal gucken, wie das hier überhaupt passt mit der Kante. Das passt ja perfekt. Das passt ja. Hier ist übrigens das Beregnungsloch. Das kennt ihr. Das glaube ich gar nicht. Das passt perfekt hier. Hier ist nämlich Vorgewende nicht so möglich. Das heißt, wir grubbern, soweit wir können. So, jetzt heben wir das Ding einfach aus. Ja, kaum Kamera angeschmissen. Hatte das Problem,
dass er auf iTech nicht das Fahrwerk anheben will. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. So, zack, fahren wir zurück. Oder, jetzt überlege ich, wir können theoretisch... Wie machen wir es denn jetzt? Ja, wir fahren zurück. Einfach nur, weil ich euch meine Rückwärtsfahrskills zeigen will. Oh, falsch rum. So, jetzt werden wir erstmal... Boah. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, dass ich meinen Fettfinger hier nicht die ganze Zeit in der Kamera habe. Und ich muss ein bisschen gucken. Ach, ich würde eigentlich noch coole Draußenaufnahmen machen. Ich muss das noch zwischenkriegen, bevor Gewitter hier kommt. Ich meine, ich habe so ein wasserfestes Ding, aber jetzt ist natürlich die coole Sonne weg. Und Bio Peters hat noch gestern zu mir gesagt, warum hast du keine Außenaufnahmen gemacht? Ich hatte so einen geilen Sonnenuntergang, ich habe dir so ein paar Bilder geschickt. Ja, ich lasse euch einfach laufen, weil ich glaube, der ganze Scheiß spricht für sich. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der da so drauf abgeht. Jetzt müssen wir mal überlegen. Nee, hier wollte ich anders hochfahren. Das heißt, wir fahren jetzt in die andere Fahrgasse. Er ist so ein bisschen verwinkelt hier. Ja, ich melde mich gleich wieder. Ich hoffe, die Aufnahmen sind gut geworden. Ich hoffe, mein Akku reicht noch. Ich habe nur 15%. Ich will euch jetzt so ein bisschen verteilt über den Tag mitnehmen. Der Regen hat schon wieder aufgehört. Ich hoffe, die Aufnahmen sind trotzdem noch gut geworden. Ich bin jetzt auf einem halben Hektar Schlag hier in dem Verbund. Das sind jetzt 12,5 Hektar. Und das ist jetzt der halbe Hektar von den dreien. Ich meine, es gibt Landwirte, die würden den Grasweg einfach wegnehmen, aber nicht hier und nicht ich. Aber es ist so eine Kurverei. Ich bin jetzt einmal im Kreis gefahren ums Feld herum, weil ich dachte, das ist das Filigranste. Aber das Interne ist doch so groß, dass es ganz schön ätzend wird. Aber jetzt kommt die Sonne nochmal richtig cool raus. Vielleicht hätte ich jetzt eine Außenaufnahme machen sollen. Gucken wir gleich mal an. Aber wie gesagt, ich habe auch keinen Akku mehr. Auch so ein zweiter Akku sind. Der wär's mal. Ja. Ich mach das jetzt so. Ich ziehe auch keine AB-Linie. Oh, das ist ja eine Kurve. Könnt ihr euch aber vorstellen. So. Jetzt fahren wir sogar jede Bahn, weil der Trecker es ja auch einfach kann. Es ist ja, wie gesagt, noch eine halbe Hektar. Naja, das sind jetzt noch zwei Bahnen hier und dann, oder drei Bahnen. Weiß ich nicht, das mache, keine Ahnung. So, Viertelstunde später, schaut euch das Bild an. Ah. Ich finde, ich habe es unfassbar souverän gemacht. Ah, ich bin schon klarer Meister hier mit dem großen Gefährt. Na gut. So, ich versuche jetzt alles aus dem Akku rauszuholen, was rauszuholen geht. Kurz den Schlepper nochmal. Der hat hinten 650er Bereifung. Es ist relativ schmal, hat aber auch was mit der Spurweite der anderen Traktoren zu tun, die Frank hat. Und mit den Radgewichten hinten drin. Die hemmen das Ding halt nach innen weiter reinzugehen. Und nach außen muss man halt ein bisschen gucken wegen Überbreite. So. Hier brauche ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, ich habe da alles gesagt. Ich habe auch schon ein Let's Drive
im Kasten. Also wenn ihr das sehen wollt, gerne abonnieren. Nicht verpassen, da sage ich auch ein bisschen mehr und wie auch immer, so das Feeling. Und ach, da kriegt ihr doch mal geballte 8 Airpower. Ne? So, jetzt gucken wir einmal arbeitstiefentechnisch. Sind wir relativ. Gleich auf 8 cm, das passt ganz gut. Tiefer wollte ich auch gerade gar nicht. Ich glaube, ein bisschen tiefer kann er noch, aber muss er nicht. Muss er. Oh, Regenbogen. So, moin Leute. Heute ist jetzt schon, was haben wir denn? Montag. Ich bringe das Geschütz jetzt wieder weg zu Frank. Und ich wollte, also ich tank gerade. Und ich dachte, ich spreche mal was an. Und zwar, ich wollte es gestern schon sagen, aber ich wollte mir auch die Laune nicht kaputt machen deswegen. Oder da zu viel Gedanken dran verschwenden, aber es beschäftigt einen doch die ganze Zeit. Und zwar ist von Samstag auf Sonntag in der Nacht, so um 23 Uhr ungefähr, vielleicht ein bisschen später, wurde versucht, meine Schweine zu klauen. Und zwar waren da, es wurde ein Auto gesehen, leider alles dunkel. Deswegen weder Fabrikat noch Kennzeichen irgendwas wurde vom Anwohner gesehen. Es wurden mindestens 3 Stimmen gehört. Er weiß nicht, ob es Deutsche waren, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er mich angerufen und meinte, ey, was machst du bei den Schweinen? Die schreien ja, schlachtest du da gerade? Ich sag so, nee, ich bin da nicht. Ja, hier sind irgendwie Männer und verladen und fahr da aber bloß nicht alleine hin. Die wollen das klauen und ich hätte das erst gar nicht so, also habe ich mir nie vorstellen können, dass das hier passiert bei uns oder bei mir, vor allem hier Ortseingang, war aber so, also ich bin direkt hingefahren, ich war noch am Machen, ich war also 23.55 Uhr kam der Anruf und ich bin 5 Minuten später da gewesen, um Punkt 0 war ich da, da war aber schon alles gelaufen, das heißt, ich habe ganz knapp den Kram verpasst. Ich kann euch mal so ein paar Sachen einblenden, wie ich es vor Ort gefunden habe, also Zaun komplett runter, Tiere, relativ panisch. Dann habe ich so ein bisschen rumgeleuchtet, habe gesehen, dass vor dem Zaun eine Metallleiter liegt, blutverschmiert. Ich habe die Schweine angeguckt, die hatten ein paar Macken, so an der Schulter, am Kopfbereich, aber nichts, was ein Schwein nicht wegstecken könnte. Also wirklich nicht schlimm, das ist so wie nach einer sehr starken Kabelei. Das ist also da keine Sorge. Es waren auch alle Schweine da, oder es sind alle Schweine da. Ich habe dann die Polizei angerufen. Also ich habe um 0.01 Uhr mit ihm nochmal telefoniert. Das heißt, er hat mich 6 Minuten später angerufen, hat gesagt, dass sie auch weg sind. Also das muss ganz knapp gewesen sein. Die sind dann Richtung Bundesstraße gefahren, von Oze weg. Also wilde Nummer. Ich habe dann die Polizei angerufen, habe gesagt, ey, hier war jemand, der meine Schweine klauen wollte. Ich bin Landwirt und so. Alles klar, wir schicken ihn vorbei. Und dann kamen 2 Frauen vorbei. Und ja, ein bisschen rumgeleuchtet, ein paar Fotos gemacht, aber die meinten, ohne Auto, ohne Kennzeichen, schwierig da überhaupt was zu machen. Ich meinte, ja, was ist mit Fingerabdrücken auf der Leiter? Aber nee, ist eine Metallleiter, liegt im Tau. Die meinten, das macht keinen Sinn, da was zu suchen. Es ist ja auch kein Mordfall, deswegen wird die Leiter auch nicht mitgenommen. Ich habe sie jetzt mitgenommen. Ja, die haben das Blut an der Leiter beprobt. Da kam jetzt noch nichts. Ich habe auch noch keine Rückmeldung bekommen. Aber ja, einfach nur, dass ihr es mal gehört habt. Ihr wisst, dass es auch hier jetzt bei uns in der Gegend schon so weit ist, dass Schweine ja, geklaut werden. Also wie gesagt, es sind alle da, es wurde nichts geklaut, aber... Also verrückt. Ein Glück, dass die Schweine relativ groß sind. Die haben ja alle über 100 Kilo. Und die mit Schweinen schon mal gearbeitet haben, die kriegst du nicht einfach so. Also das war geplant, schätze ich. Sonst wäre es... Das ist keine Hauruck-Aktion gewesen und keine Mutprobe, kann ich mir definitiv nicht vorstellen. Das war geplant gewesen, aber ziemlich dämlich geplant. Also, egal wer es gemacht hat, ihr seid einfach dumm. Ihr seid wirklich dumm. Naja, so viel dazu. Ja, dumpfe Geräusche wurden dann am Ende gehört. Und das war dann wahrscheinlich die Leiter, die auf die Schweine eingeschlagen ist. Also... Ja, am nächsten Tag war ich dann direkt morgens da. Den Schweinen geht es soweit ganz gut. Ja, die sind ja bei sowas, ich sag mal, nicht nachtragend. Die stecken das ja ganz gut weg. Gerade hier meine draußen Lebenden. Also alle munter wohl auf. Es hat sich nichts entzündet. Und ja. Ich wollte es nur gesagt haben, dass ihr Bescheid wisst. Ich hatte da gestern Abend die Kamera nicht mit, aber wie gesagt, ich habe euch ein bisschen was eingeblendet, was ich so mit dem Handy gefilmt habe. Und naja,
So viel erstmal dazu. Wir bringen jetzt den Bock weg und dann wird Mist und Stroh und was weiß ich was alles. Daily Business. An die Landwirte aus dem Osten oder die Erfahrung mit solchen Dingern haben. Ich habe gerade 520 Liter getankt und der Tank war nicht leer. Da war noch ein halber Arbeitstag drin. Junge. So, Stroh aufgeladen, Hilken haben wir hinter. Ich wollte euch noch mal kurz das Endergebnis vom Grubbern zeigen. Ich hoffe, das kommt auf Kamera ganz gut rüber. Ecken ausfahren, kann er. Achtung, hier gleich nochmal, andere Seite Miete. Wenn man überlegt, was das für ein UFO ist, habe ich das mit ziemlich wenig Vorgewende richtig gut hingekriegt. Ne? So, jetzt wird Stroh verkauft. Neuer Tag bei den Schweinen, Stand der Dinge, es geht allen gut und die Leiter wurde heute von der Polizei abgeholt. Da hat sich nochmal ein netter Herr bei mir gemeldet und meinte, nee, pass auf, die Leiter ist Teil einer Straftat und dementsprechend Beweismittel und somit hole ich die ab. Da denke ich, ja cool, aber warum habt ihr das nicht gleich gemacht? Er sagt so, ja gut, sind halt auch alles nur Menschen, ne? Hat er ja auch recht. So. Ich bin, wie gesagt, bei den Schweinen gerade, weil ein Schwein jetzt meint, abhauen zu müssen. Deswegen wird einmal Strom neu gemacht. Das ist mal so der Indiz dafür. Ah, ein bisschen Zaun aufgestellt, wo ja vom Wochenende alles so ein bisschen drunter und drüber lief. Und jetzt holen wir gleich das Schwein. Ich habe auch schon die Drillmaschine angehangen. Da habe ich euch nicht mitgenommen. Weil heute werde ich schon mal ein paar Zwischenfrüchte in den Boden knallen. Aber noch nicht ganz so viel. Irgendwie, es ist so viel zu tun. Es muss noch ein bisschen Landschwarz gemacht werden, Stoppelbearbeitung, weil da ein Raps irgendwie jetzt auch mal hin muss. Dann Fahrgassen aufreißen, auch noch bei den Flächen. Und Zwischenfrüchte drehen, ja, dann Rapsgeschäft. Ach, ist alles schwierig zurzeit. Als der Anruf kam, war ich gerade bei der Genossenschaft. Und ja, ich bin ja so im Prinzip. Ich bin so ein Typ Mensch, wenn es der Trecker nicht, wenn es das Auto nicht schafft, hätte es kein Auto werden dürfen. Ne? Ich habe jetzt 750 Kilo hinten drauf, ich mache hier mal schnell zu. So, 750 Kilo und ich muss sagen, bei der Fahrt merkt man das so ein bisschen. Ist auch ganz gut weggesackt. Ein Sack Schweinefutter habe ich auch dabei, weil ich ja gerade da war, als der Anruf kam. Da dachte ich, ja komm, bevor ich jetzt nochmal nach Hause fahre. Das Schwein habe ich da hinten auch schon gesehen. Ah, ist da ein bisschen umgelaufen. So, jetzt fahren wir einmal rum zum anderen Gehege, machen da auch, bringen wieder ein bisschen Strom auf den Zaun und jagen das mal wieder rein. Ja, komm mal her. Komm her! Komm! Und du auch! Alle mal mitkommen hier! Du bist auf der falschen Seite, du musst hier außen rum gehen, mein Freund. Komm mit! Komm mit! Komm her! Na los! Ja, da wirst du dich jetzt. Ja. So elegant geht das, wenn kein Strom mehr drauf ist, ne? Oh. Liebe geht durch den Magen. Das müssten die Einbrecher mal erfahren. Dann wäre das ja fast noch was geworden hier. Oh, so, jetzt einmal schnell Strom wechseln und dann
läuft das wieder. So, ich werde schon wieder angerufen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ich beende das jetzt an der Stelle. Zwischenfrüchte, das wird ein neues Thema werden. Das seht ihr dann am Sonntag, was ich drille, warum ich es drille und wie viel ich drille. Dementsprechend, lasst ein Like da, einen Kommentar da. Abonniert den Kanal, um das nicht zu verpassen. Moin. Moin. Ja, ich hab's schon drin, ich hab's schon drin. Jo, danke dir. Ciao. So, also nochmal. Like da lassen, ein Abo da lassen. Abo, damit wir so langsam auf die 5000 drauf zugehen. Das würde mich mega freuen. Ah, einen Kommentar da lassen, wie ihr das findet mit dem 8R und wie ihr das findet, dass die Schweine geklaut werden sollten. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt. Aber wenn ich jetzt überall so einen Busch hätte, dann wäre es ziemlich kacke.